So, es ist jetzt endlich soweit. Der Final Boss von Epic Battle Fantasy 3. So, ich habe ja ein bisschen jetzt hier so meine Ausrüstung rumgeschraubt. Er sieht jetzt hier so aus. Mit so kleinen Spezialeffekten. Also das wird alles hier schon seine Richtigkeit haben. Ich habe halt eben hauptsächlich darauf geachtet, dass die hier alle Dark Resistenz haben und so ein Kram. Also ja, es wird schon passen, denke ich. Okay. Ich will gar nicht groß um den heißen Brei herumreden, weil ich glaube, ihr wollt alle hier das große Hauptevent von dem Spiel sehen und das machen wir jetzt auch. Ihr wart. Okay. Ohne große Umrede, auf in den Kampf! So geht der Kampf los. Ich war bereits schon einmal kurz in dem Kampf drin und habe hier die Gegner schon mal gescannt. Das hier sind die Runenklauen, die sind total resistent, also die kannst du, also nee, nicht resistent, sondern die sind total neutral, die kannst du immer angreifen, aber einen wirklichen tieferen Sinn hat das Ganze nicht wirklich. Und natürlich gibt es dann auch noch den hier. Verdammt viele Leben und auch noch eine ziemliche Eigenheit, die Statusschwächen, die ihr da hinten seht, die sind immer anders. Jetzt ist er zum Beispiel gegen Wasser, Wind und Eis anfällig, aber später kann der auch gegen komplett andere Sachen anfällig sein. Also immer wenn sich die Farbe des Kristalls da unten ändert, by the way, dann hat er auch andere Stärken und Schwächen. Musste immer so ein bisschen drauf aufpassen. Und so wie ich das jetzt sehe, kann ich ihn vergiften. Und das werde ich auch ausnutzen. Weil das geht nämlich. Greifen sie ein bisschen an. Ja, das heilt den. Ich hab noch nie erlebt, dass jemand von einer Bombe geheilt wird. Ist ja auch beim echten Leben so, ne? Da kriegst du so eine Handgranate auf den Schädel und anstatt, dass sie dich zersprengt, wirst du einfach, wirst du stärker davon. Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker, heißt es ja, ne? Und sehe ich eine Rede, dass ich jetzt schon eine Pizza nehmen muss? Nein. Wer hat die wenigsten Leben? Er. Es sind sie, die mich erwirkt haben. Lass du was sehen, du siehst, vor mir zu stehen. Jetzt ist der auf Berserk. Na, sehr schön gemacht. Und sprechen kann er auch. Das ist irgendwie voll cool. Genau. So, jetzt ist er auf der Maximalstufe vergiftet. The Claw is storing energy. Better kill it off quick. Oh, sehr schön. Das ist sehr oft besser. Oh, Entschuldigung, er war oft besser. 11.000, na super. So, Wasser, Wind, Eis. Wie schaut's damit aus, Junge? Den kriegen wir schon runter. Aber das wird ein langer Kampf. Ein Spaß wird es hier definitiv. Was hat denn deine Waffe für ein Element? Bombe, ja, das ist jetzt gerade sehr blöd. Wasser, Wind, Eis. Dann mache ich das so. Oh shit, oh shit. Ich lebe schon seit Millionen von Jahren. Ich kann mich noch an die frühen Tage der Erde erinnern, als die Erde aus Stein auf Feuer bestand, bevor das Leben zu evolutionieren begonnen hat. Na, das hätte es eher weniger geholfen. Matt hat jetzt auch nur ganz knapp überlebt. Und Akron erzählt jetzt erstmal hier ein bisschen etwas über seine Vorgeschichte, was mit ihm so passiert ist. Ach, stimmt! Einen Gegner habe ich noch nicht gescannt, nämlich der da hinten. Und er hat sein Gift entfernt. Das ist ja sehr böse. Muss ich sofort wieder drauf machen. Und die anderen Viecher muss ich dann auch noch gleich später vergiften. Diese Würmer da. Bei den Clown geht's nicht, aber die anderen Viecher, das geht da. I'ma have nightmares after that. Nein, heilt den. Ja, okay, so fies ist das auch nicht. So, warte mal. Du haust da jetzt hier so ein Giftgas runter. Nein, warte.
Du scannst den. Und damit, zack, haben wir alle Gegner gescannt, die es in dem Spiel gibt. Earth Holy Fire. Dieses Achievement wollte ich wenigstens noch mit euch haben, habe ich mir gedacht. Aber... man kann ich die vergiften? Kann ich. Aber ich werde jetzt erstmal noch weiter Akron vergiften. Genau, so muss es sein. Jetzt wird auch nö. Nein, nein. Vielleicht lebt ich schon lange davor. Aber ich bin nicht in der Lage, die Teile der Geschichte zusammenzuführen. Das, was der da übrigens gerade eben jetzt was der da jetzt gerade eben gemacht hat, ist übrigens sehr schlimm. Der macht jetzt hier nämlich gleich eine super mega Special Attack und so. Muss nicht sein. Also. Weg damit mit den ganzen Werten. Perfekt. So. Und jetzt. Wasser, Wind, Eis. Wasser, Wind. Pass auf, dann machst du das jetzt so. Genau, dann ist die Runenklaue da hinten weg. Genau das wollte ich nämlich. Und der greift dir jetzt an. Bin ich froh, dass ich eine Darkness-Resistenz habe. Und das mit der Verteidigung. Ohne der Verteidigung wäre ich vermutlich fast tot gewesen. Also, es ist nicht übertrieben, was der Typ da macht. Die ganzen Fratzen, die da auf seinen... Wasser, Wind, Eis. Hau mal drauf. Das will ich sehen. Du machst mal das dann. Genau. Ich habe meine Erinnerung verloren von der Welt, von der ich kam. Mhm. Anspannung hier und ich habe erst so viel von dem besiegt. Das dauert hier schon eine ganze Zeit, bis der hier weg ist. Also nochmal hier vergiften. Das ist, glaube ich, nicht das Schlechteste. Wie sieht's aus? So. Alle Werte sind noch da, okay. Kann bestimmt irgend so ein Dispel-Angriff machen. Ja, jetzt hat er nämlich sein Element geändert. Jetzt ist er gegen andere Sachen anfällig. Jetzt ist er anfällig gegen Feuer und Erde. Da können alle mitrechnen. Also im Klartext, alle können da ihren Beitrag mit zuleisten, weil alle einen Feuerangriff haben. Aber erstmal weg damit. Und dann Feuer. Und es leckt gerade eben, aber es ist sehr viel los hier, wie man gerade eben sieht. Unzählige Male wurde ich geschwächt und versklavt. Doch letztendlich bleibe ich. Während eine Feinde sich der Macht der Zeit beugen. Okay, das kleine Viech da unten ist weg. Und hier wird nochmal schnell geheilt. 34.000. Feuer und Erde. Oh, 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 Erde. Jawohl! Mach ich den da hinten mal weg? Obwohl, der hält ein bisschen zu viel aus. So langsam müsste ich auch mal das Gift entfernen. Och, nö. Das Ding da hinten. Meinetwegen. Okay, warte. Ich entferne das Gift. Aber ich muss es einsetzen. Das wird ihn jetzt ein bisschen heilen, aber... naja, es macht ein bisschen Schaden. Und dann werde ich hier angreifen, und zwar mit... der Nuke. Das ist ein schöner Feuerangriff. Obwohl, ich hätte davor ja meine magischen Werte und so erhöhen können. Hätte es noch mehr Schaden gemacht. Aber ich bin zufrieden mit dem, was es geleistet hat. Ich erkenne, dass die Spezies sich entwickeln. Und dennoch das Ewige auch schlecht geben. Ich frage mich, wie lange der Mensch überlebt.
Was mache ich jetzt? Ich weiß was. Ich vergifte den jetzt nochmal. Und dann werden alle eine Pizza nehmen. Alles mal auffüllen. Ich glaube, das ist jetzt ziemlich sinnvoll. Was machst du? Du machst das hier. Macht das irgendwas? Es senkt, glaube ich, bloß meine Werte. Ja, bloß ist gut, ne? Das ist ja interessant. Okay. Pass auf, du nimmst das hier. Und da Lance gerade gar nichts hat, hebst du dir mal ein bisschen in die Arme. Und dann Feuer Erde. Wirst du angreifen. Und zwar damit. Obwohl, nee, ich hätte lieber lieber das Gift nochmal erhöhen können, ne? Seit Äonen habe ich nachgedacht, was der Sinn meiner Existenz ist. Ach, ich bin immer noch nicht in der Lage, die Antwort zu finden. Okay. Nochmal. Gift draufhauen. Und dann hier nochmal heilen. Und dann feststellen, dass ich am Arsch bin, weil ich nicht gedispelt habe. Scheiße. Obwohl, ich versuch's mal. Naja. Okay, der ändert seine Form wieder. Das ist sehr gut. Oh Gott! Ist das perfekt, ey. Als ob das Ding wüsste, was es tun muss. Das... Welches Ding war das? Das ist Heiligkeit. Wie schaut es mit Heiligkeit aus? Das ist dem egal. Okay, warte. Ich erhöhe jetzt hier meinen physischen Angriff. Damit ich in der nächsten Runde dann hier auf den Typen draufkloppen kann. Warte mal, wenn der. Jawohl! 21.000! Ich wusste das, Terra. Alle Dinge müssen zu einem Ende kommen. Planeten, Sterne, ganze Universen, sogar Götter. Vielleicht ist es ein simples Schicksal, zerstört. Solange es nur die Verteidigungswerte sind, werde ich auf ihn weiter mit Terra Drill einbrechen. Weil ihr seht, wie viel Schaden dem das macht. Und da der obendran auch noch jetzt gegen Erde anfällig ist und da Terra Drill ein Angriff ist, der auf Erde ist, ist es perfekt. Ja, immerhin ein bisschen Schaden. Und er kriegt MP wieder. Ach du Scheiße. Und er ändert schon wieder seine Form. Are you fucking serious? Aber ich kann immer noch bei Terra Drill einbrechen. Das ist gerade so stark. Das ist so unglaublich mächtig. Also Lance, gleich nochmal hier. Akron, da. Ist das geil, ey. Ich hab gewusst, dass Terra Drill irgendwie so mega mächtig sein soll bei dem Boss. Aber so mächtig? Ja, aber trotz alledem, ich muss jetzt hier langsam whispern, auch wenn es geil ist. Ich wusste, dass Terra... Ich wusste, dass Terra Drill bei diesem Boss irgendwie sehr effektiv sein soll. Weil Terra Drill wird effektiver, je mehr Buffs der Gegner hat. Und da Akron das halt eben sehr gut machen kann, wusste ich halt eben, dass es schon ganz effektiv sein soll. Aber so stark. Ich hau da jetzt trotzdem wieder mit Gift drauf, weil das geht ja. Und ich würde sagen, bis jetzt haben wir den eigentlich ganz gut unter Kontrolle. Oh, shit. Okay, da ist er wieder. Und da ist sie weg. Aber sie hat Team. Das ist sehr schön. Darf ich mal nebenbei so am Rande sagen, dass es übrigens schon ein bisschen knapp war. Vielleicht habe ich wieder meine Fressluke zu weit aufgemacht. Kann ja sein, ne? Mache ich ja immer. Ich depp. Feuererde. Ja, seht ihr? Jetzt wird es nämlich gar nicht mehr so viel Schaden machen. Jetzt heilt es den sogar!
habe hier nichts mehr zum Trinken. Das ist jetzt ein bisschen doof. Oder ist er gerade gegen Erde anfällig? Nee, siehst du, der ist gegen Erde anfällig, aber dadurch, dass er Debuffs hat, heilt er sich. Ja, so funzt dieser Angriff. Feuer, Erde. Feuer, Erde. Okay, pass auf, dann mache ich das so. Geil! Und dann hier draufhauen. Bam, 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 bam. Läuft doch, würde ich sagen. Okay, und er ändert seine Form wieder. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Erhöhe alles. Ja, geil. Obwohl, kann ich jetzt draufhauen? Mit Terra Drill? Macht das jetzt Schaden? Er hat mehr Buffs als Debuffs. Aber er hat Debuffs. Ich probiere es einfach mal. Ist das cool? Das wird mein schnellster Akron-Kill ever. Ich will diesen blöden Geist da hinten jetzt weg haben. Probieren wir mal das hier aus. Das macht ihm da hinten gar keinen Schaden. Oh Gott, wie viel Schaden macht das jetzt? Weil das... Ach so, weil der jetzt gegen Erde... Ach deswegen, ich habe mich schon gewundert, warum das so wenig Schaden macht jetzt. Weil der ja jetzt gegen Erde anfällig... Blödsinn, resistent ist. Ja, dann kann ich die positiven Werte aber auch nicht mehr zu meinen Gunsten brauchen. Also weg damit. Oder zu meinen Gunsten nutzen. Instant, instant, Mann. Ist sie auch noch auf Berserk? Okay, sie war auf Berserk. Die brauche ich aber jetzt schon wieder. Machen wir mal das hier. Hat das Ding gerade 13.000 gemacht? Alter. Ja, du hast nichts. Okay, warte, dann kann ich mich um den Geist da hinten kümmern. Dann kann ich mich um den fucking Geist da hinten kümmern. So, verpiss dich da hinten. Bam, Junge. Nervbolzen, Alter. Windbombe. Hier. Bam, bam, bam. Das endet ja auch. Nö, da ist ein kosmischer Monolith. Leute, da ist ein kosmischer Monolith. Nein. Alter, der schlimmste Gegner im Spiel. Och, nö, und der fängt damit an. Ist er gegen Darkness? Okay, aber es macht auch Akron ein bisschen Schaden, aber das ist ignorabel. So, aber ich werde jetzt erstmal alles darauf setzen, dass dieser kosmische, elendige Sack da wegkommt. Bomb und Thunder, ja, das ist mir egal. Ich werde jetzt hier das hier machen. Und dann werde ich das da machen. So schaut's mal aus und ich hoffe, dass der Monolith da unten ziemlich viel Schaden nimmt, dass ich den vor dem nächsten Dark Blast vernichten kann. Also bevor er wieder so ein Ulti-Spell einsetzt. Das war... Das war gar nichts. Ja, muss ich das nochmal machen. Ja, immerhin, Akro macht ziemlich viel Schaden und ihm macht gar keinen Schaden. Ich muss den weghaben, so schnell wie möglich. Das ist kein Dispel! Nein! Alles ist weg! Medic has said, guess I have to take care of myself. Oh, scheiße. Jetzt kippt's ein bisschen. So, wenn dieser Kerl da auf dem Schlachtfeld auftaucht, dann kann alles unter Umständen in den Arsch gehen jetzt. Ich werde jetzt auch riskieren, mich nicht zu heilen, sondern... Was soll ich mit diesem Ding jetzt machen? Von einem Moment auf den anderen sieht es jetzt so scheiße aus, weil dieses Piece of Shit-Ding jetzt da ist. Okay, warte. Bevor ich jetzt irgendwas anderes mache, werde ich mich jetzt erstmal hier so dafür sorgen, dass ich von dem Ding jetzt nicht umgebracht werde.
Weil der wird jetzt nicht wieder seinen Dunkelheitsangriff machen. Das machen die nämlich immer alle zwei Runden. Und dann muss ich noch eine Pizza nehmen. Der wird sich jetzt wieder komplett heilen. Das ist mir klar. Ich kann den nicht auf Seifen setzen. Das ist mir gerade eingefallen. Nein! Was mache ich jetzt? Für 10.000 kriegt er wieder. Was ist überhaupt mit meiner Zielgenauigkeit passiert? Wer ist denn dafür verantwortlich? Ja, das hat das Ding ein bisschen Schaden genommen. Bomb Thunder. Okay, warte. Thunder. Gib ihm mal das da. Genau. Dann wird sie den Monolithen nämlich sehr wahrscheinlich treffen. Was? Er ist gestunt? Das geht doch eigentlich gar nicht. Da unten steht's doch. Resistenz gegen Stun. Okay, mir soll's recht sein. Das Spiel bricht seine eigenen Gesetze. Warte mal. Aber wenn der nicht Stun... Ich glaube, es war schon in diesem Spiel so, dass gestunte Gegner nicht ausweichen können. Das heißt, ich kann den jetzt draufschlagen. Egal mit was. Das Blöde ist, es wird gar nichts ausmachen, weil es ist resistent gegen alles, außer Bomb und Thunder. Und er hat weder Bomb noch Thunder. Hat er nicht. Aber ich will den jetzt angreifen. Dark, Fire, Water, Ice, Wind, hinne. Das ist alles. Oder ich könnte hier sowas auch drauf schmeißen. Bomb, Thunder. Ich hau dir jetzt einfach mit Eis drauf. Jetzt ändert der wieder seine Form. Er hat schon beide Augen geöffnet. Wenigstens nur einen von diesen Pissdingern. Ich hätte gerne wieder ein Limit Break. Irgendwer. Ist es mir egal, wer. Alles ist außer Matt. Matts Limit Break ist irgendwie meh. So, jetzt. Was ich tun soll. Ich werde jetzt erstmal mit Lance hier angreifen und versuchen, dass er vielleicht ja trifft. Kann ja sein. Ja, er trifft sogar. Sehr schön. Ja, du kannst leider nichts machen. Außer hier Dispel, damit Akrons Werte hier weggehen. Weil Erde kann ich momentan nicht brauchen, den Taradrill. Da heilt er sich ja jetzt dadurch hoch. Macht er jetzt eigentlich das wieder? Oder? Okay, er wartet noch. Lance! Scheiße. Okay, sehr schön. So, warte. Ist Kyun bereit? Ja. Perfekt. Das blöde Ding muss weg. Soll ich da mit Bombe drauf? Ich hau doch mit Bombe drauf. Ja, komm. Warum ist es ausgewichen? Warum? Leck mich doch am Arsch. Ja, scheiße, ne? Der wird es nämlich wieder seinen blöden... Super, ich wette, dass der jetzt treffen wird. Are you serious? Ah, ne, er macht es noch nicht. Nee, holy shit! Komm, du musst da nochmal draufhauen, ey! Dankeschön, es ist weg! Oh. Meine Fresse, ey. So, Wind und... Da kannst du auch nichts machen. Lance, Matt, du bist ja unnötig gerade hier so drin. Hier, hau da drauf. Dann ist das Ding wenigstens weg. Wind und Bombe, ja. Das wie schaut's mit dem Wert? Ich mach mir so einen Regen-Zauber. Kann hilfreich sein. Jetzt ändert er schon wieder seine Form. Um sich neue Viecher zu holen. Oh.
Okay, kann ich Akron vergiften? Nee. So, Lance, hau drauf. Sehr schön. Und du musst sagen, ich mag... Earth Holy Thunder. Wie halten diese Viecher denn aus? Earth Holy Thunder. Da die beiden gegen Akron gerade eben nichts ausrichten können, würde ich sagen, greife ich mit denen die beiden Dinger da unten da an. Naja, in der Theorie könnten sie was gegen Akron ausrichten, aber ja. Wie mal das da. Das macht auch nicht sonderlich viel mehr Schaden. Unglaublich, dass das Ding jetzt gerade ausgewichen ist. Oh, nö. Da muss ich mich jetzt vorsichtig. So, warte, wie mache ich das jetzt? Ich werde jetzt erstmal... Ach nee, warte, der ist ja jetzt hier den Gestern. Warte. Magic Defense erhöhen. Mit ihm Dispel einsetzen, damit das weggeht. Oh, das Viech sogar auch. Und du greifst einfach nochmal an. Allzu lange dauert das nicht mehr. Der hat nicht mehr viel Leben. Oh Gott! Oh, 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 oh. Matt und Lance, Matt und Lance. Windbombe. Das ist Heiligkeit! Das ist auch egal, ne? Draufhauen. Mach mal das so. Ja, nicht mehr viel. Wie viel Leben hat das? Wie viel Leben hast du denn eigentlich noch, Akron? So viel werden es ja nicht mehr sein. Ich hätte gelacht, wenn das Ding jetzt umgebracht hätte. Aber ich glaube, der hat unter 100.000, ja, auf jeden Fall. Ja, 47.000 hat er noch, also. Windbombe, das lief jetzt besser als erwartet. Na komm, haut ihn weg. Einfach nur noch ein paar Mal draufschlagen und dann ist es auch schon geschafft. Da versucht es nochmal. Aber er wird es nicht schaffen. Ich habe einen Hintergedanken gerade eben. Okay. Lance, möchtest du diesem Typen ein Ende setzen mit deinem Overlimit? So. Bring es zu Ende. Ich lach, wenn der Ding jetzt ausweicht. Weil dann hätte er mich nämlich. Aber, als ob das passiert. So, tot. Weg mit dir, Savior. Und Hero. No. Reißt sie in Stücke. Weg. Weg. Tot. Tot, tot. So, geschafft. Yes. It was never known from where Akron originated and his influence on the evolution of Earth's life is debatable. Perhaps he did not always take this current monstrous form. However, it was clear that he had become twisted over the ages. A being... left with no remorse and little sanity, seeking only
to quench an insatiable hunger of power. Leeching energy from Earth and its inhabited blah blah blah. He had become a threat which could no longer be ignored and simply sealed away. The time had come to finally destroy him and free mankind from his curse. And there just happened to be three warriors with the strength and courage to tackle such a task. Sieht cool aus. Backed by a cast of many friends who they had encountered in their travels, and the rest is history. The end. Ist doch schön, ne? Aber haben wir es doch jetzt auch geschafft, das Spielchen. Und da wird gefeiert, dass sie die Welt gerettet haben. Zum dritten Mal. Da wird immer Werbung gezeigt von dem vierten Teil und diesem schönen Spiel hier. You finish the game, but the storyline continues in Epic Battle Fantasy 4 and Bullet Heaven 2. Well, there's one more thing to keep you playing a bit longer. You can now replay the game with your current stats and gears. Just select the opens that you want and click next. You can change the difficulty soon. Jetzt kann ich halt eben im Grunde genommen das Spiel von vorne anfangen. Nur, dass ich halt eben so einen kleinen Fehler begangen habe, weil in dem Fenster, den wir gerade eben gesehen haben, konnten wir nämlich es so ändern, dass wir halt eben das Spiel von vorne spielen, aber mit dem maximalen Level, mit unseren momentanen Items, also das ganze Spiel von vorne nochmal spielen, nur mit allen Sachen, die wir halt eben auf unseren Abenteuer gesammelt haben. So. Ich würde sagen, aber... Das war's mit Epic Battle Fantasy 3. Jetzt noch so zum Extra schaue ich in die Art-Galerie rein. Konzeptarten. Ein Lava-Golem. Die Soldaten. Die Elementare. Ach, die Dinger. Ja, und der Hund, der kommt gar nicht vor. Viele andere Viecher. Soldat der Kürbisroboter. Ein Drachensoldat. Kramm. Ein Wassermelonenmonster. Was ist das? Eine Schildkröte oder sowas. Ah, da ist der Protektor. Da ist der zweite Boss. Der Hund hat es nicht ins Spiel geschafft. Der Drache aber schon. Und Gnome Golems. Artist! So Final Fantasy-like. Ja, so ein 8-Bit-Ding hätte ja schon ganz lustig ausgesehen. Ne? So Fanart. Oh, Fanart, Leute. Oh, da bist du, Nolex. Sag mal, ich habe mich gewundert, wie du eigentlich hier herumkommst, weil du, ja, weil du keine Beine hast. No. Was zum, sind das Schleimteile? Also die Theorie, dass Nolex ein Schleim ist. A safe death. Dude, just get in already. Oh God, what the fuck is this? Der Sandwurm. Schon cool. Die Party. Natalie nochmal. Die beiden. Ah, Schleime. Der Dings. Matt, Natalie und Lance. Nochmal. Nochmal? Ach, der fette Panzer, ey. Im Anime-Stil.
Mit Akko. Ach, da sind, werden die Bosse nochmal hier alle gezeigt. Das ist ein cooles Fanart. Akron. In Lieb. Oh, das hatte ich mal als Hintergrundbild für einige Zeit auf meinem Computer. NPCs. Das sind No-Players, also hier die da. Pirat, sowas. Der Edmund. Der Edmund McMillan! Lol. Achso, da kann man seinen eigenen NPC erstellen. Warum nicht? So, Cutscenes kann man sich hier nochmal alles anschauen. Aber das kann man ja schon. Und Hintergründe hier für den Kampf. Das Endkampffeld. Ein Prototyp für die Stadt, okay. So, sind wir hier fertig. Dann in die... Ja, das war's eigentlich schon. Credits, hier kann man reinschauen. Medals, ja, mal fast alles. Musik, hier kann man sich nochmal so anhören, was die da so gemacht hat. Das ist alles von ihr übrigens. Und hier können wir das Spiel beenden. Und genau das mache ich jetzt auch. So, was man hier unten sieht, ist nicht wirklich Teil der Serie. Es ist ein Spin-Off. Aber auch spielenswert. Werde ich auch bestimmt irgendwann machen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es mache, aber na, es ist eines von diesen Spielen. Muss ich schauen, ob ich es mache. Das hier auf jeden Fall. Werde ich auch den nächsten schon gleich machen. Aber jetzt habe ich erstmal das geschafft. Okay, wir sehen uns dann in einem anderen Let's Play wieder. Ciao, Leute.